Servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video Verputzen mit Heiko. Es wird auch unser letztes Video sein für die Saison 2022. Wir müssen uns heute dieses Jahr ein wenig entschuldigen. Wir haben leider zwecks Corona nicht so viele Aufnahmen machen können, wie wir wollten. Wir hoffen, nächstes Jahr wird es besser. Aber die letzte Baustelle hier können wir noch mal mitnehmen, weil das ist ein Innenputz. Und da sind wir alleine auf der Baustelle, da stört es keinen, die Hausherren sind nicht da, ist keiner da. Wir arbeiten viel privat und da ist es immer ein wenig schwierig, Aufnahmen zu machen, in Ruhe zu machen, gut rüberzubringen, weil, wie wir schon öfters erwähnt haben, wir machen das halt während der Arbeitszeit und opfern unsere Mittagspausen dafür und mit dem scheiß Corona-Zeug da und sowas. Ihr wisst ja selber, ist das alles nicht so einfach. Dafür geben wir uns bei diesem Video nochmal Mühe und machen noch ein schönes Jahresabschlussvideo für euch und hoffen, euch gefällt's. In diesem Video geht es, wie schon erwähnt, um den Innenputz. Wir zeigen euch, mit was wir putzen, mit Silo, Fördermaschine und G4 haben wir dabei, volle Programm. Wir zeigen euch drinnen eine Wand, da zeigen wir euch verschiedene Techniken, wie man sie mit der Maschine rausspritzt, wie man es mit der Maschine putzt. Aber wir zeigen euch in diesem Video auch, wie man es mit der Hand ranschockt, weil das soll ja auch für den Privatgebrauch eigentlich mehr sein, unser Kanal, dass ihr da auch mal seht, wie es ist. Wir zeigen euch eine Wand von Anfang bis zum Schluss, zeigen wir euch jetzt nochmal zum Staffelfinale bei Verputzen mit Heiko für dieses Jahr. Wir hoffen, euch gefällt's und ihr bleibt uns treu. Sorry nochmal und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Als erstes zeigen wir euch, mit was wir hier auf der Baustelle putzen, weil wir wollen euch ja nochmal ein komplettes Video zum Jahresabschluss zeigen. Und zwar wieder mit dem Silo, bloß diesmal, weil wir ja schon November haben, wir haben nicht gewusst, wie kalt es wird und wie es nicht kalt wird oder wie das Wetter ist, haben wir uns für eine Förderung mit Förderanlage haben wir uns entschieden. Das fördert Trockenmaterial zur G4. Der Vorteil davon ist, dass wir auch putzen können, wenn es Minusgrade hat, Notfall, wenn es zu kalt wird. Weil das Trockenmaterial wird reingefördert in die G4. Die G4 steht drinnen im Trocknen und im Warmen notfalls. Und somit haben wir dann keine Probleme mit Frost. Der nächste Vorteil ist, dass wir natürlich die dicken Schläuche, wo vom Silo normalerweise weggehen, nicht so viel Verlust hat mit Material und alles, weil die dicken Schläuche und das Silo sauber zu machen, das dauert länger, als wenn wir drin unser G4 schnell sauber machen. Die G4, da gehen zwei dünne Schläuche fort, da hat man nicht so viel Mörtelverlust wie am Silo. Wer Silo kennt, schon mal mit Silo geputzt hat, der kennt ja die vom Silo, die Schläuche, wo weggehen, das sind ja solche Klopper von Schläuche und da hast du natürlich viel mehr Material. Also nochmal kurz zusammengefasst. Der Vorteil ist, man kann auch putzen, wenn es Minusgrade sind. Jetzt geht das Scheißding natürlich gerade an. Man kann auch putzen, wenn es Minusgrade sind. Man hat weniger Materialverlust und man muss die Maschine auch nicht im Kalten sauber machen, weil da, wo es steht, der geht hier, da ist es immer schön warm. Wir zeigen euch jetzt mal noch ein paar schöne Aufnahmen von unseren Arbeitsgeräten und dann sehen wir uns an der Wand. Bis dann. Hier seht ihr jetzt den zweiten Arbeitsgang. Das wird vom Silo mit einem dicken Schlauch, mit einem dicken Förderschlauch, wird es natürlich in unsere G4 reingepumpt. Dafür haben wir hier unsere extra Haube dafür und da seht ihr auch gleich den Vorteil. Wie schon am Anfang erwähnt beim Silo, wir wissen nicht im November, wie das Wetter ist. Friert es, regnet es, schneit es, das ist ja alles möglich. Jetzt geht es natürlich schon wieder los, ist ja alles möglich. Und da seht ihr auch gleich, wenn es jetzt hier regnen wird, wir stehen im Trocknen, da kann da nichts passieren. Und das ist vom Feinsten an und wir sehen uns an der Wand. Willkommen an der auserwählten Wand. An dieser Wand werden wir euch ein wenig was zeigen zu Sachen Innenputz. Wir werden euch ein bisschen was erklären, bevor es dann losgeht. Dann sind die verschiedenen Arbeitsschritte, was wir jetzt an der Wand machen werden oder ihr zu Hause dann, wenn ihr es nachmacht. Erstmal rausspritzen, weil die roten Wände, die roten Steine, die sind sehr saugfähig und das spritzen wir immer erst mit dünnen Mörtel ein wenig raus, dass wir dann ein besseres Filzbild am Schluss bekommen, dass der Putz nicht mehr so einzieht und gleichmäßig anzieht. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, den Endputz aufzubringen auf 2 cm Stärke circa. Das kommt immer darauf an, das kann variieren, wie gerade die Wände sind. Am Schluss kommt dann nochmal mit einer Spitzlatte drüber, mit einem Flieger drüber, dann wird es aufgerissen und mit einem Feinfilz gefilzt. Da werden wir euch zu den verschiedenen Arbeitsschritten, nehmen wir euch da jetzt mit. Ich hoffe, euch interessiert es und wir fangen mal kurz an mit der Wand und erklären euch dazu mal kurz was. Wie schon gesagt, jetzt erklären wir euch erstmal kurz was, dass ihr auch wisst, was er macht. Und zwar geht es darum, man muss ein paar Dinge beachten. Man hat hier eine Betondecke und hier haben wir die roten Ziegelsteine. Und da muss man so ein wenig eine Trennschicht anbringen. Man kann das teure Mittel nehmen.
Man könnte jetzt die teuren Sachen aus dem Baumarkt nehmen oder aus dem Baufachhandel, aber es tut jetzt auch ein Klebeband einfach. Das ist nur dazu gedacht, dass das dann da Trennung ist zwischen Betondecke und Mauerwerk, weil die Betondecke ist jetzt noch ziemlich feucht. Über die Jahre wird die dann trocknen und wird ein wenig zusammenschrumpfen und deswegen kann sich dann mit der Trennschicht der Putz da ein wenig bewegen und platzt nichts weg. Das reicht dann einfach, wenn er ein Klebeband, ein Steinband hinten schön glatt dran macht. Wenn der Putz dran ist und es fest ist, schneidet er das vorne ab. Das fällt nicht auf, aber hat einen großen Wert. Zum Weiteren haben wir da hier solche Steckdosen. Die gibt es dann auch überall zu kaufen oder müsst ihr euch holen. Die sind nicht teuer, da kostet eins vielleicht 18 Cent. Aber da hier sind solche, wie ihr es gerade gesehen habt, sind solche Futzeln dran. Und die gucken dann hier, die gucken dann aus dem Putz, wenn ihr fertig seid, nach dem Filzen raus. Da findet ihr eure Steckdosen gleich immer. Und ihr müsst sie nur rausklopfen, raus und ist es eine saubere Geschichte. Des Weiteren haben wir hier zwei Außenkanten gehabt. Seht ihr ja schon, die eine Wand haben wir geputzt. Da müsst ihr halt eure Eckschienen ranbringen. Da gibt es ja extra Eckschienen für innen. Da gibt es ja extra Eckschienen für innen. Da könnt ihr euch in euren Baufachhandeln könnt ihr euch informieren, welche ihr nehmen sollt. Das ist, glaube ich, das Gescheitste, wenn man sich nicht weiter damit auskennt. Man geht in einen Baufachhandel und fragt einfach, wir brauchen Innenputzeckschienen, zack, habt ihr die, ne? Messt euch aus. Ein Video haben wir ja gemacht, da werden wir jetzt nicht mehr genauer eingehen drauf, wie man die macht. Wir haben ja schon mal ein Eckschienenvideo gezeigt. Und somit ist es eigentlich dann auch schon die Vorbereitung beendet. Wie gesagt, man muss das hier rein tun, die Steckdosen, dass man sie am Schluss wieder findet. Das Klebeband zur Trennung gemacht und die Eckschienen gesetzt. Wenn das dann soweit ist, habt eure Maschine aufgebaut, das haben wir ja auch in den vorhergehenden Videos schon gezeigt, wie man die G4 anmacht, wie man das Silo anschmeißt. Das könnt ihr euch ja da raussuchen, wenn ihr es mit Maschinen machen wollt. Wenn nicht, werden wir jetzt hier kurz rausspritzen mit der Maschine, dass ihr es seht. Und hier unten werden wir euch das mal kurz zeigen, wie man es mit der Hand rausfitzt, sage ich mal. Dass man beide Techniken hat, weil viele Leute wollen so eine Wand verputzen und haben halt keine Maschine zur Hand. Und da zeigen wir euch mal beide Techniken. Auch das Randschocken zeigen wir euch jetzt noch. Und jetzt hole ich mir den Spritzschlauch und wir spritzen erstmal schön raus. Das ist unsere Spritze, Spritzschlauch, wie gesagt, das habt ihr ja alle schon in den anderen Videos gesehen, wie man das in Gang nimmt. Nochmal kurz zur Erklärung, immer erst Mörtelschlauch auf, dann Luftschlauch auf. Das hat zum Grunde, wenn ihr erst den Luftschlauch aufmacht, wird sich das hier vorne einen Stau unterdrücken und wenn er dann den Mörtelschlauch aufmacht, ist es explosionsartig, kommt es dann rausgeschossen und das will man nicht, das geht in die Augen, das ist gefährlich, da müsst ihr sowieso mal aufpassen. Beim Rausspritzen ist es gut, wenn der Putz ein wenig dünner ist, als jetzt der Hauptputz dann und das Röhrle hier oben zieht ein wenig raus, da kriegt er einfach ein breites Filzbild und ihr müsst es, das muss jetzt auch nicht schön aussehen, was wir machen, das ist wirklich nur das so netzartig, sage ich einmal, das ist ein guter Vergleich. Dass so netzartig jetzt der Untergrund schon mal vorgespritzt ist und es kann dann reinziehen und dann saugt es beim Fertigputz dann immer so. Ich werde jetzt die Maschine anwerfen, da werdet ihr mich wahrscheinlich leider nicht mehr hören, weil es ziemlich laut ist, aber der Mann hinter der Kamera, der wird es ein wenig mit für euch mitfilmen und euch zeigen und ich erkläre dann wieder was, wenn die Wand rausgespritzt ist. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte. Ich muss beim Rausspritzen geht man ziemlich weit weg von der Wand. Dass man da wirklich nur so ein kleines Muster. Und wenn das so ist, reicht es schon voll und ganz. Es soll nur benetzt sein. Wenn es dann so ist, nehmt ihr euch so eine kleine Latte. Da müsst ihr nicht aufpassen, nichts. Das geht nur mal drüber. Das geht darum, dass halt keine Buckel oder so drauf sind. Da geht er nochmal drin und verteilt es. Das bisschen, was ihr noch auf der Latte habt, seht ihr ja, ein bisschen bleibt immer noch übrig. Das nehmt ihr einfach und dann fitzt ihr das dann so ran.
Das macht er auch nochmal irgendwie glatt. Und da habt ihr jetzt das Muster, wo ich gesagt habe, so ein bisschen netzförmig sieht es aus. Und so reicht es auch schon. Ihr könnt jetzt nochmal die Eckschienen hochkratzen, weil da drauf zieht er ja dann ab. Und wenn da jetzt so Reste drauf sind, werdet ihr selber merken, wenn es zu hart ist, dann tut man sich schwer oder die tun sich beim Filzen ein Putz mit reinrollen. Und das ist dann, macht dann keinen Spaß, die Nacharbeiten. Lieber gleich jetzt ein wenig von Anfang an sauber gearbeitet und gut ist es. Wir haben euch ja gesagt, wir zeigen euch beide Techniken ein wenig, weil viele Leute haben nicht das Glück, sich so ein Gefier daheim zu haben oder sich ausleihen zu können oder ein Silo zu Hause. Wenn wir ehrlich sind, müssen viele Leute das daheim mit der Hand machen, weil es lohnt sich ja nicht, wenn man ein, zwei Wände hat, sich eine Maschine zu organisieren oder zu holen. Erstens ist es teuer, zweitens muss man sich damit trotzdem ein wenig auskennen und drittens geht es so auch schön. Wenn man das jetzt mit der Hand rausspritzt, Spritzbewurf muss trotzdem ein wenig drauf sein als Untergrund, dann macht ihr euch den Mörtel hier, haben wir für euch extra mal angemacht, macht ihr euch schön dünn an, nicht wie Wasser, aber richtig schön, das muss nicht dick sein, richtig schön dünn, sage ich einfach einmal. Da kann, ob ein bisschen dünner oder dicker ist, spielt da keine Rolle. Dann nehmt ihr euch so ein Spachtel und stellt euch da an die Wand an. Tut immer, wenn er mal herkommt, der Kameramann, da tut er euch nicht viel drauf, sondern immer nur die Spitze hier vorne. Und dann fitzt er das so ran. Ich hoffe, das kommt so ein wenig rüber. Man kann da im Endeffekt auch nichts falsch machen. Traut euch da ruhig ran. Ich halte mir das immer so ein wenig schräg und dann wird es halt so nangefitzt. So macht er das jetzt die ganze Wand, wie ihr es jetzt gesehen habt, immer raus und es ist eigentlich nur die Bewegung aus dem Handgelenk, dass er es richtig, das wenn er zwei, dreimal gemacht hat, wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm, das Nanschocken ist dann ein wenig schwerer, aber das Rausfitzen hier vorne auf den Strich auf der vorderen Seite ist wie, ich mache euch mal da einen Strich hin, da hier vorne tut er immer wegen der Mörtel drauf und dann aus dem Handgelenk immer so angefitzt. Am Schluss sollte das netzförmig angebracht sein, der Spritzputz, wie oben auch, dass ihr es erkennt. Wenn ihr das dann angefitzt habt, nehmt ihr euch wieder die Latte und geht da mal auch wieder mit rüber. Da zieht er auch mal. Und wie ihr sehen könnt, ist das fast das gleiche Ergebnis, wie wo wir es mit der Maschine rausgespritzt haben. Und das macht er halt als ersten Arbeitsschritt. Und jetzt, wenn wir soweit fertig sind, rausgespritzt, das lassen wir jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mal einziehen. Länger nicht. Das soll schon frisch in frisch gemacht werden. Nicht zu frisch, sonst bringt das Rausspritzen nichts. Aber auch nicht so lang, dass es trocken ist. Da sage ich gleich noch was dazu, wenn ihr das erst am nächsten Tag putzen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, ihr spritzt die Wand heute raus oder den Raum mit der Hand und wollt es morgen machen, dann müsst ihr das ein wenig aufreißen, dass der Untergrund nicht so glatt ist wie hier. Dann nimmt man sich einen alten Besen und streicht da mal drüber, dass du ein wenig einen rauen Untergrund hast, dass er nicht so glatt ist, weil da hier seht ihr, hier ist es glatt. Das haben wir schon mal vor einer halben Stunde für euch rangemacht, dass ihr mal seht, wie es nicht sein soll. Weil wenn es dann trocken ist, dann ist es schwierig, dass der alte Putz wieder Verbindung aufnimmt. So könnt ihr das jetzt lassen, wenn ihr es jetzt in einer Stunde putzen wollt. Ich würde sagen, so eine Stunde ist gut zum Reinziehen, dann passt es. Und das ist der erste Arbeitsschritt, den er macht. Rausfitzen oder mit der Maschine rausschmieren, dann landet man kurz drüber und gut ist. Zur Vollständigkeit halber zeige ich euch das nochmal schnell. Wenn ihr was rausgespritzt habt und ihr merkt, ach, wir schaffen es zeitlich nicht mehr, oder ihr wart übermotiviert und seid durchgeschossen, wie manche Arbeitskollegen mit der Kellen, und ihr merkt, es schafft ihr nicht, oder ihr wollt es am nächsten Tag generell machen, dass ihr sagt, ihr macht es auf zwei Tage, nehmt einfach den Besen und zieht mal so runter. Und so geht er über eure Flächen dann drüber, ist kein großer Effekt, aber dafür habt ihr ja gerade in der Nahaufnahme gesehen, habt ihr wieder einen schönen griffigen, rauen Untergrund und man kann dann das nächste Mal wieder drüber putzen. Ist vielleicht auch nicht gerade perfekt, aber wenn es nicht anders geht, ist das die beste Lösung, finden wir jetzt persönlich. Und wie gesagt, so macht ihr das halt weiter. Ihr spritzt euer Zeug alles so raus, dann lasst das eine Stunde stehen. Das machen wir jetzt auch, wir machen erstmal Frühstück und wir sehen uns dann später, wenn wir dann fertig putzen. Bis dann. Wir sind beim nächsten Arbeitsschritt angekommen. Wie ihr sehen könnt, hat es ein wenig eingezogen ins Mauerwerk.
Das reicht jetzt. Wir haben jetzt ungefähr so eine Stunde gewartet. Das ist jetzt wirklich richtig schön reingezogen. Jetzt fangen wir mit dem nächsten Arbeitsschritt an, mit dem Oberteil, mit dem Endputz, sage ich mal. Da geht er jetzt mit der Spritze, öffnet das er genauso wie beim Rausspritzen. Mörtel auf, Luft auf und dann geht er halt, wenn er gleich sehen geht, dann geht er ein wenig näher ran und spritzt, dass sich so schöne Rauben entstehen. Da ist immer so eine Raube nach der anderen und dass es schön ineinander läuft. Am besten ist, ihr richtet euch da ein wenig nach der Schiene. Und umso schöner ihr da spritzt, umso weniger der hinterher Arbeiter zu tun. Deswegen, ich fange einfach mal an, ihr werdet mich wieder nicht hören, wenn es dann soweit ist. Deswegen durch, dass wir kommentarlos machen und der Kameramann verfolgt uns dabei. Ihr seht, jetzt haben wir alles angespritzt. Das ist das, was ich meine. Richtig solche Rauben nacheinander. Und dann haltet das ein wenig schräg an die Spritze. Und dann wie, das ist wie ein Walzer tanzen. Da, 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 da. Wie einen kleinen Walzer tanzen. Und dann probiert das so schön wie möglich, dass es auch ein wenig ineinander verläuft. Weil sonst hat man so viele Löcher drinnen. Rangespritzt ist jetzt alles hier oben rum. Jetzt lege ich die Spritze mal weg. Zeige euch mal kurz, wie man das jetzt weiterverarbeitet. Unten rechts zeichnen wir euch dann wieder, wie man das mit der Hand macht, weil wir ja gesagt haben, wir machen immer zwei Möglichkeiten. Jetzt hole ich mir die Kartätsche zur Hand und eine Glättscheibe und dann sehen wir uns gleich wieder, wie wir es abrichten. Ihr habt jetzt alles rangespritzt, habt ihr ja gerade gesehen, wie man das macht. Jetzt nehmt ihr euch so eine Kartätsche dazu, wie das so aussieht. Eine Glättscheibe. Wir sagen Kartätsche dazu, Abrichtlatte, das haben viele Begriffe, denke ich mal. Ich habe erstmal kleine genommen, dass man es erstmal ein wenig breit sieht. Und einmal jetzt hochwärts, einmal seitwärts die Löcher zuschmieren, dann tun wir es unten ran, dann nehmen wir mit der großen Latte noch einmal durch und dann nehmen wir euch auch noch mal mit. Jetzt machen wir erstmal alles ein wenig breit. Wie ihr sehen könnt, wenn ihr das jetzt hochzieht, habt ihr hier solche Löcher. Dann nehmt ihr natürlich das Material von der Kartätsche und schmiert die vorsichtig alle zu. Hier oben habe ich absichtlich noch gelassen, weil ich jetzt noch mal senkrecht drüber gehe. Da halte ich das hier in der Schiene. Wichtig ist, ich zeige es euch einmal von hinten. Ich halte die Kartätsche mit den Fingern so. Nicht so fest, sondern so und die Finger da hier, den Mittelfinger oder irgendein Finger, was für euch am leichtesten ist, als Führung mitgenommen. Hier greife ich mir die Daumen zur Wengle rein. Und dann hat man eigentlich ein schönes Gefühl, dass man das dann so hochziehen kann. Das wiederholt er immer ein wenig. Ich zeige es euch gleich nochmal. Jetzt fahren wir erst nochmal senkrecht drüber. Hier, wenn ihr mal ein wenig näher rankommt, meine Guten, hier seht ihr solche
Dellen, sage ich mal, und da fehlt. Dann nehmt ihr auch wieder was und schmiert ihr das vorsichtig mit Gefühl, schmiert ihr da die Dellen nochmal rein. Überall, wo sowas ist, schmiert ihr nochmal die Dellen zu. Dann tut ihr hier oben, wenn ihr seht, da fehlt ja auch ein bisschen was ab und zu. Dann nehmt ihr dann die Glättscheiben, wenn ihr es habt, und fitzt es so rein. Dann fahre ich mit der Glättscheibe hier nochmal mit Gefühl oben lang. Jetzt fährt man einfach nochmal so hoch und dann reicht es auch schon der Arbeitsschritt, weil dann spritzt man es ja unten nochmal ran und wenn wir dann unten dran haben, gehen wir mit der langen Latte nochmal drüber, dass wir eine schöne Fläche rankriegen. Also jetzt am Schluss, wie gesagt, ich nehme immer so den Mittelfinger, wenn ihr das sehen könnt, und fahre nochmal mit Gefühl, nicht so viel Druck, schön mit Gefühl nochmal hoch. Den restlichen, was ich da dran habe, nehme ich mit der Glättscheibe und mache das gleich hier unten ran. Hier oben gehe ich nochmal leicht drüber. Und wie ihr sehen könnt, ist jetzt schon eine grobe Richtung drinnen, ist glatt, die Löcher sind zu, das ist wichtig, dass keine Dellen mehr drinnen sind, dass man eine grobe Führung schon mal hat. Jetzt tun wir das Gerüst wegbauen, spritzen das untere noch an, da nehmen wir euch jetzt nicht mit, das ist jetzt das gleiche Prinzip wie oben, ihr spritzt wieder ran, zieht waagrecht mal hoch, zieht senkrecht mal hoch, schmiert die Löcher alle zu und dann sehen wir uns, wenn wir mit der großen Latte zur Hand sind und wenn wir unten rechts das euch nochmal zeigen, wie man es mit der Hand früher gemacht hat und wie es für euch als Anfänger am einfachsten ist. Bis gleich, bis zum nächsten Arbeitsschritt. Rangespritzt ist alles. Mit der kleinen Latte habe ich das jetzt schon mal alles ein wenig abgerichtet. Ich bin auch schon mal mit der großen durch. Das ist nicht, wir sind ja auf der Arbeit, wir können uns nicht immer so lange Zeit lassen, habe ich schon mal irgendwie vorgearbeitet. Aber ihr nehmt dann mal die große Latte. Wenn ihr mit der kleinen alles so grob glatt gezogen habt, haltet die Latte mal rein, langsam. Und das seht ihr, da passt ja nicht einmal ein Streichholz hin. Ihr könnt da nochmal den Drucktest machen, wenn er hier wegzieht, dass da eine durchgehende Linie ist. Warte, ich zeige es euch nochmal nach. Haltet das so leicht an. Und wenn man sie wegtut, seht ihr ja, dass die Linie dann so passt. Dasselbe könnt ihr natürlich auch waagrecht machen. Haltet da hier an die Eckschiene ran und lasst sie irgendwie kippen. Und dann tut er sie weg und dann sieht man ja, dass es ist. Mit der großen, ihr macht es mit der kleinen so gut wie es geht. Mit der großen geht er dann wirklich nur noch mal leicht drüber. Da fangt er auch noch mal unten an. Einmal nach oben, waagrecht mit Kühl. Und dann noch einmal senkrecht mit Kühl. Komplett. Und dann sieht die Wand auch schon gut aus und den Rest macht dann der Flieger. Das ist jetzt der Arbeitsschritt, jetzt haben wir die grobe Richtung drinnen, wir sind mit der kleinen Latte, haben wir es glatt gemacht, breit gedrückt, mit der großen haben wir nochmal kontrolliert, dass auch die Flucht in waagrecht und senkrecht passt. Dann haben wir sie jetzt nochmal alles abgezogen mit der großen, die ist ja fast so groß wie die Wand, da muss die Fläche also passen. Jetzt lassen wir es wieder ein wenig stehen, wenn es ein bisschen angezogen hat, kommt der nächste Arbeitsschritt und zwar mit den Fliegersachen wieder zu, Fliegerschmetterling, da holen wir euch dann wieder dazu. Bis gleich beim nächsten Arbeitsschritt. Wir wollen euch ja jetzt nochmal zeigen, wie man es ohne Maschine macht, weil das hat ja nicht jeder eine Maschine daheim oder kann sich eine ausleihen. Deswegen zeigen wir es euch nochmal zwei verschiedene Methoden jetzt. Die eine, wie sie es früher gemacht haben, unser Chef und die haben früher solche Häuser alles rangeschockt, da haben sie sich so auf die Kelle und wurde es dann richtig so rangeschmissen aus dem Handgelenk, so richtig gut. Sag ich mal, kann ich es jetzt auch nicht, weil wir machen das fast gar nicht mehr so, dass wir das dann so putzen. Da muss man erst wieder reinkommen. Wir wollten es euch nur nochmal zeigen für die Vollständigkeitshalber, man kann es auch schräg nach oben machen, so, ne?
Da könnt ihr das richtig so ranschoben. Die alten Putzer, wenn das jetzt sehen, die würden zwar lachen, wie ich es mache. Aber wie gesagt, wir machen das nicht mehr so oft. Wir haben das früher ein paar Mal gemacht. Was für euch jetzt noch interessant wäre, wenn ihr jetzt keine Putzmaschine habt, das gilt an die Anfänger halt, wo sowas dann daheim machen. Ihr fangt an der Schiene außen an, da tut ihr euch was auf die Glättscheibe so drauf und tastet euch erstmal ran und schmiert da hier an der Glättscheibe, an der Schiene hoch, dass ihr seht, wie dick man drauf muss. Und dann macht er auch immer so Batzen an, als wenn er es anwerfen würde. Immer so auf die Glättscheibe drauf. Tut euch immer sowas auf die Glättscheibe drauf und schmiert es drauf. Ruhig ein wenig dicker drauf gelassen. Und das macht er jetzt auch über die ganze Fläche so. Und wie ihr sehen könnt, das ist, glaube ich, eher was für einen Hausgebrauch, für Leute, wo das nicht so oft machen, ist das, glaube ich, die bessere Methode, um so auf eine Wand zu verputzen. Da schmiert ihr euch das auch alles ran. Ruhig, bisschen dicker drauf gelassen. Ihr könnt es auch mal probieren, das macht auch Spaß, einfach so auf die Glättscheibe drauf zu tun und dann einfach mal ran. Das gibt bei der Baustelle, wenn man ein wenig demotiviert ist als Neuling oder irgendwas, gibt es noch einmal wegen dem Spaßfaktor. Und es soll ja auch ein wenig dabei sein, wenn man daheim was renoviert. Einfach so nan. Wie gesagt, man kann da nicht großartig was falsch machen. Hauptsache das Zeug ist an der Wand. Der Rest kommt dann beim Abrichten. Wenn ihr es dann dran habt, nehmt ihr euch wieder eure Kartätsche zur Hand und richtet es genauso ab wie die ganze restliche Wand. Wichtig ist dann, wenn ihr das hier abrichtet, dass ihr den Druck hier draußen auf der Schiene habt. Das ist euer Führung. Weil ihr habt da rechts und links, habt ihr ja so eine Schiene. Und da ist es wichtig, dass ihr den Druck hier außen habt und das mit der linken Hand nur mitführt. Wenn wieder so ein Loch ist, das wird hier wieder gleich zugeschmiert, solche Dellen. Hier ist noch ein Loch, das wird wieder zugeschmiert. Dann zieht er nochmal hoch. Und da seht ihr ja, das passt dann. Ja, hier brauche ich jetzt nicht mehr mit der großen Latte durch, weil das haben wir ja schon gemacht. Wir haben ja nur unten das Stück freigelassen für euch, dass man euch mal zwei Methoden zeigen kann. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit den Schuppen üben. Vielleicht hat es jemand gleich von Anfang an drauf. Manchen liegt es im Blut. Wenn ich die Alkzellen nicht mehr sehe, da geht es wie ein Schnellfeuergewehr von der Kelle runter. Bei uns jetzt, weil wir es nicht mehr so oft machen, muss man erst ein wenig reinkommen. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde mal wieder schocken würde, wird es auch wieder gehen. Aber man muss es ja heutzutage nicht mehr das ranschmieren. Finde ich für euch, das ist die bessere Methode. Jetzt lasst das hängen. Und wie gesagt, als nächster Arbeitsschritt gehen wir mit dem Fliecher drüber. Und dann nehmen wir euch wieder mit. Bis dann. Der nächste Arbeitsschritt ist das Fliegern. Wir haben da extra einen langen Fliecher. Fliecher, Schmetterling, ich weiß gar nicht, wie das Ding richtig heißt oder wie euer Name dafür ist. Flächenspachtel. Flächenspachtel höre ich gerade im Hintergrund. Flächenspachtel, Fliecher, Butterfly. Auf jeden Fall ist das der nächste Arbeitsschritt, so machen wir das auf jeden Fall. Den Flieger halte ich so mit der Hand fest und mit dem Zeigefinger lasse ich leichten Druck. Und das Schöne ist, wenn man mit dem großen Flieger drüber geht, wenn man die Flächen abgeht, du merkst, wenn Hügel drinnen sind. Und man sieht, wenn Dellen sind, und dann zieht man es ein wenig scharf ab. Wie hier oben kann man schön in die Kanten. Bevor er loslegt, müsst ihr immer mal so in einen Flieger reingucken. Ich halte es mal so ran, ob man das in der Kamera erkennt. Weil die Ecken hier, weil man arbeitet meistens mit den Fliechern in einer Richtung. Und da biegen sich die Außenkanten immer so ein wenig zur Seite. Und dann müsst ihr davor immer reingucken, weil wenn ihr nicht falsch rumhaltet, macht es richtige Riefen. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Seht ihr hier, die kippen so nach hinten. Auf jeden Fall, ich zeige es euch mal, wenn ich jetzt den falsch rumhalte, nämlich, aber nur mal kurz, der Chef ist gerade in der Mittagspause, da geht das mal. Wenn ich das jetzt falsch rumhalte, seht ihr, da habe ich da so Riefen rein. Hier und da, wo der Flieger aufhört. Und jetzt zieht er auch dann von der Schiene aus. Wie ihr seht, ihr habt ja hier so Schlemme drauf, die lasst ihr auch drauf, falls irgendeine Delle ist. Dann setzt er hier an und kippt den Flieger leicht nach hinten und zieht schön scharf ab mit Gefühl. Und da seht ihr schon den Unterschied, was dann ist.
Dann könnt ihr auch nochmal von unten schön, wie gesagt, man hält ein wenig das schärfer, dass man auch die Hügel und die Dellen und so ein wenig rauskriegt. Seht ihr, wenn er da, wie das mehr wird, wenn er Hügel da ist? Und so geht er jetzt die ganze Wand nochmal ab. Ihr seht auch jetzt hier den Unterschied. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Hier ist es dann schön glatt und hier ist es noch ein wenig rau. Hier, wenn ich da mal einen Strich mache, da seht ihr dann den Unterschied rechts und links. Müsste man eigentlich sehen. So geht er jetzt, wie gesagt, wir haben es mal 10 Minuten stehen lassen. Ihr dürft es nicht zu lange stehen lassen, dann rollt sich der Putz. Aber so mal 5 bis 10 Minuten stehen lassen, dass es nicht zu weich ist, dass es schon ein wenig eine Griffigkeit bekommen hat, dass man nicht mehr so sehr reindrücken kann und sowas, ist in Ordnung. Aber nicht zu lang, sonst rollt sich's. Und dann geht er jetzt alles schön ab. Wenn ihr irgendwo eine Delle habt, haltet dann ein wenig flacher, schmiert es dann so rein und dann zieht er einfach nochmal scharf drüber. Ich gehe immer hoch und mache hier oben allein die Halbkreisbewegung. Und das macht man dann auch über die ganze Wand. Und wenn ihr es gerade gesehen habt, aber das sieht man immer schlecht auf der Kamera, man merkt es richtig, wenn ich den dann so steil halte und habe hier Schlemme drauf auf dem Flieger und da ist eine Delle, dann rollt sich das richtig mit rein. Und bei überflüssigem Zeug, das ist dann, zieht man mit ab. Jetzt mache ich oben die Kante nochmal durch, weil die Kante ist manchmal, da drückt man manchmal mit der Kartätscherwängle rein oder sowas, oder kommt nicht gescheit hin mit der Glättscheibe. Da mache ich oben die Kante nochmal und dann ist es perfekt und muss erstmal jetzt wirklich erstmal so eine halbe Stunde oder so anziehen für den nächsten Arbeitsschritt. Der nächste Arbeitsschritt ist aufreißen mit einem großen orangenen Filz und dann kommt noch das Feinfilzen. Das Schlimmste vom Putzen, wenn ihr so weit schon seid, habt ihr eigentlich das Schlimmste geschafft. Jetzt kommt eigentlich dann nur noch die schöne Arbeit, sage ich mal. Was ich jetzt auch immer gleich mache, das filme ich aber jetzt nicht mit, oder ich kann es euch mal kurz zeigen, wenn es da hier mit dem Flieger alles fertig ist, dass man mal hier hinten den Dreck gleich wegmacht. Wenn er da hier unten ein wenig reinkommt, macht nichts, wenn er da mal rankommt oder sowas, weil da kommt er meistens noch so 20 cm Estrich rein. Wenn er da mal reingemacht kommt, ist egal, außer ihr habt natürlich schon Estrich drinnen und putzt da wie sind, da muss die Kante auch sauber sein. Aber in dem Fall ist das nicht so schlimm. Und wenn ihr eure Wand fertig habt, kratzt ihr hier unten den Dreck gleich zusammen, kratzt den Dreck von der Decke gleich mit runter und dann habt ihr das saubere Geschicht. Weil wenn ihr das im Nachhinein macht, vor dem Filzen dann und es ist schon zu hart, vor dem Aufreißen, dann hast du dann lauter Körner drin und das macht beim Feinfilzen, ist das ein wenig Scheiße. Dann lieber den Dreck von der Wand und von der Decke jetzt gleich weg, bevor man den nächsten Arbeitsschritt macht. Und jeder ist glücklich. Wir sind am vorletzten Arbeitsschritt angekommen, und zwar beim Aufreißen. Zum Aufreißen haben wir so einen orangenen Filz, der ist ein wenig gröber. Ich habe so einen großen Filz davon, viele nehmen einen kleineren, da gibt es kleine und große davon. Wenn es jetzt noch nicht zu trocken ist, nehme ich immer den großen, weil da kriegst du eine schönere Fläche rein. Und da kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen, es ist nur, dass man schön aufreißt, dass man eine Schlemme drauf hat. Immer, ich tauche die immer beidseitig ein. Und dann große Kreisbewegungen machen und schön verwaschen. Bei den Schienen ist wichtig, dass man zu den Schienen hinwäscht, dass man die Schiene nicht auswäscht. Die Kante oben richtig schön machen und große Kreise. Und immer wieder mit Wasser eintauchen. Man kann auch mal so einen Achter formen, rechts, links, alles, dass man halt die ganzen Dellen und das ganze Zeug verwaschen kriegt und dass er halt wieder hier seht, eine schöne Schlemme drauf kriegt. Ja, dass er halt eine schöne Schlemme drauf hat. Die muss dann wieder ein wenig stehen, bis es matt ist, würde ich sagen, wenn er dann so reinguckt und es glänzt nicht mehr so, dann können wir es danach fertig filzen. So, wie gesagt, ich tue das jetzt hier alles aufreißen, immer wieder eintauchen. Und mit großen Kreisen die Wand bearbeiten.
Ihr könnt mir jetzt noch ein bisschen zuschauen beim Aufreißen. Viel mehr kann man da nicht erklären. Man muss nur mit dem Brett, mit dem Filz in großen Kreisbewegungen auf der Wand rumrubbeln, mit ein wenig viel Wasser. Was ich dazu noch schnell sagen könnte, ist, wenn er anlangt und der Putz klebt nicht mehr an die Hände, dann kann man ihn aufreißen, dass er da auch nicht zu früh, nicht zu spät. Wenn er zu spät ist und er ist ein wenig zu hart, macht auch nichts, dann müsst ihr halt ein wenig mehr Wasser nehmen zum Aufreißen. Aber so, wenn er jetzt anlangt und er lässt sich noch leicht drücken und da bleibt nichts mehr an die Hände kleben, ist das ein gutes Zeichen, dass er die richtige Feste erreicht hat und ihr könnt loslegen. Aber wie erwähnt, wenn es zu hart ist, dann tut er einfach wegen dem Meerwasser nehmen. Kein Meerwasser, sondern Meerwasser nehmen. Nicht, dass er mit Salzwasser dann auf der Wand rumrubbelt. Und da passiert dann auch nichts. Und wenn ihr dann durch seid mit dem Aufreißen, lasst das wieder stehen. Und dann treffen wir uns wieder zum letzten Arbeitsschritt, das Feinfilzen. Da haben wir denselben Filz in hell und feineres Filzbild und dann sind wir fertig. Viel Spaß beim Zugucken noch. Wir sehen uns beim nächsten Arbeitsschritt. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt die komplette Wand aufgerissen. Und so lassen wir sie ja jetzt hängen. Ich schätze mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das kann man halt immer nicht so sagen, wie die Wand jetzt saugt und wie jetzt der Untergrund noch saugt und alles. Das muss man halt dann immer testen. Ihr könnt später dann rangehen. Jetzt mache ich es jetzt nicht. Ne? Jetzt glänzt es ja noch, wenn ihr seht. Das ist ja richtig, richtig glänzig noch. Wenn es dann matt ist, dann zeigen wir es euch mal, wie man dann, wenn man so anwischt, wie es dann auszusehen hat, dass man es fertig filzen kann. Aber wirklich, wenn ihr es euch jetzt anguckt, das Bild ist eigentlich jetzt schon schön. Es ist kerzengerade, waren keine Löcher, nichts drinnen, keine Rillen, nichts drinnen. Das wird jetzt dann im nächsten Standard noch mit weißem Film fein gefilzt und dann habt ihr ein richtig schönes Filzbild. Da zeigen wir euch die Wand am Schluss noch einmal im fertigen Zustand. Und wie gesagt, das ist jetzt für alle, wenn wir zeigen jetzt nur eins, wir machen die ganze Wohnung so, aber das kann man halt jetzt nicht zeigen, weil wir wegen der verschiedenen Techniken machen wollten. Und wie beim Randschmeißen, beim Randputzen gibt es zwei verschiedene. Da kann man ja mit Silo putzen, mit Schlauch oder mit der Hand, aber das ist jetzt bei allen das Gleiche, die Nacharbeit. Und ja, ich sehe euch dann wieder beim Fertigmachen und bis gleich. Ach, da seid ihr ja. Wir sind jetzt beim letzten Arbeitsschritt und auch den schönsten finde ich, das ist nicht schwer. Der ist eigentlich eher leichteste mit. Da habt ihr jetzt hier den, ich kratze ihn eigentlich weg, so einen weißen Feinfilz. Warte mal, ich hole euch mal einen, dass ihr mal seht, wie die neu aussehen. So sehen die Filze neu aus. Das ist jetzt, aber die neuen sind immer nicht so schön, die muss man immer erst ein wenig einschleifen. Da sind die Kanten noch ein wenig so eckig, da bleibt man immer ein wenig drin hängen. Wenn die ein wenig eingeschliffen sind, sehen sie dann so aus. Und das ist der für den letzten Arbeitsschritt. Da braucht er jetzt auch nicht mehr viel Wasser. Da nehme ich mir immer so einen Wassereimer, einen Pinsel, die Glättscheibe, wenn ich mal ein wenig die Schlemme abkratzen muss. Und dann mache ich immer nur so einen Strich drauf mit dem Wasser. Das ist auch wieder so eine Sache halt, wenn er jetzt zu lang wartet und es dann zu trocken ist, dann müsst ihr ein bisschen mehr, dann könnt ihr einmal eintauchen. Aber fangt erstmal so an, mit einem Strich Wasser drauf, weil wenn es zu viel Wasser dann wird, dann schmiert es sich sonst, wenn es noch zu frisch ist. Und dann geht er einfach, ich nehme den Filz dann jetzt hier so, geht die Hand hier durch. Den nehme ich jetzt dann so und dann geht er richtig mit kühl, nur ganz leicht, in kleinen Kreisbewegungen drüber. Und macht halt, dass er schön aussieht. Mehr kann man da eigentlich dazu nicht sagen, da sieht man noch so kleine Rillen manchmal. Und das macht er dann die ganze Schlemme, wo wir vorhin weg hatten. Wird er dann schön langsam verwaschen noch. Gar nicht viel aufdrücken, wirklich nur so drüber gleiten lassen. Und ihr merkt es danach, wenn es jetzt noch zu nass ist oder sowas, dann wird es huggeln. Aber richtig nur so drüber. Und wenn er dann merkt, der Filz ist ein wenig zu trocken, tut er wieder mal den Pinsel in ein Wasser und macht wieder einen Strich drüber. Nicht, wie gesagt, nicht so viel, lieber wenig Wasser erstmal nehmen und dann fangen wir wieder an. Und so macht er dann auch die ganze Wand. Ihr seht ja den Unterschied dann schon. Und immer schön mit kühlen, nicht mehr aufdrücken, nur noch leicht drüber sliden. Da hier seht ihr, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Wasser genommen hier. Und da schmiert sich, seht ihr das? Ich hoffe, man kann es dann erkennen. Wenn das so ist, dann einfach ein wenig stehen lassen wieder. Macht dann wieder oben weiter und geht dann bei der unten durch, wenn er geht, noch mal drüber leicht. Ich zeige euch gleich nochmal zum Abschluss das Gesamtergebnis, weil da werde ich jetzt nicht mehr viel zeigen können. Wie gesagt, einfach nur den Filz nehmen, leicht befeuchten und in kleinen Kreisen ohne Druck
Da braucht man, das ist wirklich die schönste Arbeit, da braucht man keinen Druck mehr und verwäscht einfach nur noch die Schlemme, wo man vorhin gemacht hat. Und wir sehen uns dann zum Endergebnis. Wenn zu viel Schlemme ist, das sollte ich euch noch zeigen, wenn der dann zu viel schmiert, einfach mal die Glättscheibe da werden wir leicht runterfahren und dann wieder leicht weitermachen. So Leute, wir sind am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal ganz kurz zu den Arbeitsschritten. Decke abkleben, Steckdosen zumachen, rausspritzen, fertig spritzen, abrichten mit der kurzen Latte, breit machen, mit der großen Latte nochmal hinterher, senkrecht, waagrecht, mal schräg, Löcher immer zuschmieren, dass keine Dellen da sind. Bisschen stehen lassen, mit dem Flieger nochmal drüber. Wenn der Flieger fertig ist, aufreißen, fertig filzen. Das war jetzt das Video. Ich weiß, es wird ein wenig länger, aber na gut, es sind halt trotzdem ein Haufen Arbeitsschritte. Man denkt immer gar nicht, was das da trotzdem zur Wand für Arbeit macht, wenn man es ordentlich macht. Wir zeigen euch jetzt nochmal die Wand im Ganzen. Wenn's jetzt, wenn ich zur Seite gehe, ich halte den Scheinwerfer dann noch für den Kameramann nochmal gescheit hin, dass er was sieht. Wir zeigen euch auch mal das Streiflicht. Das machen nämlich viele nicht, weil erst wenn man von der Schräge leuchtet, sieht man, ob die Wand richtig gerade ist oder wellig ist oder sonst irgendwie was. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider ist es schon das letzte fürs Jahr 2022. Nächstes Jahr hoffe ich mal wird besser mit Videos. Und ich bin raus, euer Verputzen mit Heigo.